wollte ausnahmsweise mal wieder was labern. Und da ich so ungern in die Kamera laber, fahren wir mal rein. Jo, ich komme gerade aus Frankreich zurück. Wir waren da 10 Tage ein bisschen fahren. Bikepark-mäßig, ich und Tim. Joa, und da wir das ganze Auto vollgestopft haben, mussten wir uns jeden Tag eine neue Übernachtung improvisieren. Was ganz witzig war. Oh, da kommt die nächste Zeit wahrscheinlich wieder einiges von. Jetzt muss man ewig nicht mehr auf dem Rad gehockt. Als erstes werde ich wahrscheinlich so einen kleinen, man edit wieder, so mit Musik, wo den ganzen Trip rauskommen und dann kommen wir wieder Raw-Videos. Oh, shit. Vorderradbremse will noch nicht. Ja. Ja, super. Anscheinend hat die Vorderradbremse was abbekommen. Das Rad lag während dem Trip die ganze Zeit im Auto unten. Hab's aber nicht gebraucht, also war so Ersatzrad. Und ja, jetzt ist anscheinend irgendwas drauf gedropst, so wie man immer. Wir waren in der Schweiz am Anfang, in Grand Montana, oder wie man das auch immer ausspricht. Und da kein Profi drin. Und später dann Alpe d'Huez, Les des Alpes. Und ja, war ganz geil. Wie gesagt, kommen wahrscheinlich einige Videos. Und es kommt noch mehr. Ups, da. Auf einmal geht's wieder. Kannst du nicht einfach gehen auf einmal. Bremse. Ich habe auch noch vom Bayerischen Wald und aus Oberammergau noch ein paar Sachen zum Hochladen. Oh, da kommt noch einiges. Das ist halt alles nur GoPro-Zeug. Aber jetzt ist ja bald wieder so ein bisschen Off-Season oder so irgendwas. Und da bin ich gewillt, mal wieder was qualitativ hochwertigeres, aufwendigeres zu machen. Dann wieder Home-Trail-Zeit. Ging ja jetzt einiges. Erst Port du Soleil, dann, boah, wo war ich sonst noch? Ich war im Harz vorher. Und, ja, wie gesagt, Bayerischer Wald. Hui. Cool. Ja. Jetzt geht die Bremse wieder. Toll. Dann ist doch kein Mist drauf. Das ist beruhigend. Ui. Ein noch nicht ganz ausgebreiteter Parasolpilz. Müsste das sein. Ein Merkmal wäre verschiebbares. Ja, wunderschön. Wundermel. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt endgültig mit den Bikepark-Trips. Weil Budget ist leer und Sachen halt. Obwohl der letzte, die 10 Tage waren echt billig. 350 Euro, glaube ich, waren es mit Liftkarten, Sprit, Verpflegung, Bier. Ja, okay. Für so eine teure Region. Ich muss mit dem Labern immer warten, bis irgendwas Filmenswertes kommt. Es kommt endlich mal wieder ein Trail. Ich nehme mal. Ja, den und da schon Mountainbike Park. Ja, will unbedingt auch mal wieder hier so eine Mehrtagestour machen, aber irgendwie hat das den ganzen Sommer nicht geklappt. Und obwohl ich ein heißer Typ bin, mag ich es nicht so, wenn es heiß ist. Und wenn wir da dumm, die Kamera hat auch irgendwie so ein, also die Spiegelreflex hat so ein bisschen ein Fokusproblem, das demotiviert noch zusätzlich. Upsa. Ja, was will man machen? Nö, aber da kommt noch einiges jetzt. Sand. Ich bin gerade in Dahn und habe gerade endlich das Flussrad abgegeben, das irgendwie zig Ewigkeiten in meinem Zimmer rumlag. Mich ausgeschlachtet habe für Ersatzteile. Ja, jetzt ist der Rahmen weg. Ja, ist schön zum Versetzen irgendwie. War ja klar, dass wieder eine Serpentine kommt. Ja, noch ein paar Einzelheiten zum letzten Trip. Wir hatten keinen Plan. Und das beschreibt eigentlich alles. Es kommt wahrscheinlich jetzt erstmal so ein Gesamtedit mit Mucke und so Zeug. Und dann werde ich das ähnlich wie bei dem Port du Soleil Trip machen, so mit den Raw-Videos. Wenn das gewünscht ist, weiß nicht. War das gut?
Ich habe keine Ahnung. Ah ja, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das auch so nervt, wenn euch irgendeiner auffordert, irgendwas in die Kommentare zu schreiben. Wird schon wieder rumgeforstet hier. Das Video hat mir bisher zu wenig Unterhaltungswert. Ich hole mal noch die 5er GoPro raus. Ist übrigens, wenn ich schon am Labern bin, ich kriege immer mehr die Krise mit der Kamera. Ey. Die schaltet sich teilweise aus, die hängt sich auf, das ist echt ein Stück Scheiße. Ich benutze die überhaupt nicht gerne also auf dem Helmfilm. Zum So und so, das ist voll geil, aber die Quali ist halt pervers. Und der Sound ist ja auch beschissen, also ich muss echt sagen, ich bin nicht mehr so begeistert von dem Ding. Was er halt echt gut kann, ist wasserdicht sein und immer dabei sein. Für sowas hier. Ja, wenn man keine Geduld beim Durchscrollen hat, kommt da Anzeigen fehlgeschlagen und es läuft trotzdem hinten dran. Und das ist einfach nur ein Montagsmodell, ey. Jetzt, wo ich hier gerade rumfilme, fällt mir ein. Auf dem Trail und auf dem von vorhin habe ich sogar mal was, ja, aufwendigeres gefilmt. Kann das ja mal irgendwo einblenden oder so. Da oben. Das sind, glaube ich, schon anderthalb Jahre alte Videos, aber die waren nicht schlecht, fand ich so. Hey. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt, so wie ich das möchte. Nein! Jo. Das wollte ich schon immer mal machen. Wie was Sand hier. Krabbeln wir mit da oben auf. Oh, ich glaube, ich brauche. Oh Scheiße, ich brauche dringend neue Schuhe. Aber das sind die ganz alten. Man muss Prioritäten setzen. Ich dachte eigentlich, dass das Paar, das ich jetzt die ganze Zeit den Sommer gefahren bin, schlimmer aussieht. Da habe ich mal wieder die ganz alten angezogen. Aber ich liege falsch. Ich liege definitiv falsch. Ich glaube, so schlimme Schuhe hatte ich noch nie. Ich sehe aus wie ein Penner. Ohne Kack. Eigentlich dachte ich nach dem ganzen Bikepark-Gefahr da, ich habe keine Kondition mehr beim Hochfahren, aber ne. Ich bin fit. Das ist abartig. Ich komme noch nicht mal mehr aus der Puste. Richtig. Und ja. Fressen da mit Döner und lassen den Scheißdreck liegen, ich glaube, sagt. Pack. Jetzt muss ich da denn hier einen Scheißdreck mitschleppen, hoffentlich spart's nämlich. Ja, kann sein, dass jetzt Wochenende und nächste Woche überhaupt nichts kommt. Ich glaube, das packe ich nicht bis zum Wochenende mit dem Edit. Ich kann mal ein paar Clips einblenden und so, was euch so erwartet.
abhängig. War auf jeden Fall ganz witzig. Die Hoppelpiste. Passt mal da durch? Nö, irgendwie nicht. Selbst mit 29 nicht. Gut. Ich glaube, das war es jetzt auch schon wieder. Mir habe ich jetzt, mir fällt mir gerade nicht mehr ein. Ja. Jetzt gibt es nur noch Trail. Ja. Beengend. Ja, und ich habe diese interne Kabelzugführung immer noch nicht geregelt.